je passe la parole à un camarade dirigeant de la grève des étudiants précaires de l'Université de Berlin, membre du groupe RIO, l'organisation internationaliste révolutionnaire, qui s'appelle Younous. Genossinnen und Genossen, ich begrüße euch heute in diesem Sommercamp, dass wir über 350 Leuten für ein revolutionäres Programm der Arbeiterinnenklasse und Organisation kämpfen. Wir befinden uns in einer sehr großen Krise, die Krise der alten neoliberalen Ordnung, was zu Tendenzen zu Rivalitäten zwischen den imperialistischen Mächten, Tendenzen zu Krisen und Kriegen verstärkt. Und der deutsche Imperialismus versucht, daraus eine imperialistische Antwort zu geben, um aus dieser Krise mit Profit rauszugehen. Das sehen wir vor allem mit den Plänen Bildung einer europäischen Armee, gemeinsam mit Frankreich, um die imperialistischen Interventionen im Nahen Osten, in Afrika und überall auf der Welt besser durchzuführen und die Unterdrückung der Völker und anderer Länder und Völker weiter auszuplündern. Das sehen wir auch bei dem reaktionären Grenzregime, die bisher dazu geführt hat, dass 20.000 Leute im Mittelmeer gestorben sind, weil die Fluchtwege geschlossen sind, weil sie wegen den imperialistischen Angriffen, wegen ihrer Dörfer, wegen ihrer Städte von imperialistischen Mächten bombardiert wurden aus ihren Ländern und dass sie aus ihren Ländern flüchten mussten. Und so heuchlerisch wie es ist, dass der deutsche Imperialismus macht auch Pakten mit den Staaten wie der Türkei oder in anderen afrikanischen Staaten, dass die Grenzen weiterhin geschlossen bleiben. Und so heuchlerisch, dass sie gerade mit dem Beispiel der Kapitäne in Italien so heuchlerisch sagen können, als ob sie auf der Seite derjenigen seien, die vor offene Grenzen stehen. Wir verurteilen diesen deutschen Imperialismus und diesen heuchlerischen Gesicht hier. Es ist auch derselbe deutsche Imperialismus, die wegen der 2008-Krise und danach die schärfsten Austeritätsmaßnahmen in Griechenland und osteuropäischen Staaten durchgesetzt hat, die zu Millionen Menschen zur Armut und Arbeitslosigkeit geführt hat. Und dazu sagen wir in Deutschland zu den Arbeiterklassen unterdrückten in Griechenland, dass unser Kampf gegen den deutschen Imperialismus ein gemeinsamer ist und dass wir international uns dagegen stellen werden. Und ein anderer Teil ist, dass der deutsche Imperialismus Waffen an den verbrechenden Regimen verliefert. Wie Saudi-Arabien oder die Türkei, die durch diese Waffen die kurdische Bevölkerung massakriert, oder die Israel, die seit Jahren die palästinensische Bevölkerung durch eine ethnische Säuberung und Massaker unterdrückt. Und natürlich, wie alle imperialistischen Offensiven, gibt es auch eine Seite von dieser Offensive im Land. Die innere Militarisierung schreitet voran. Das bedeutet, dass die Polizei mit vielen weiteren Befugnissen verstärkt wird. Dass die Jugendlichen, dass die Geflüchteten unter massiven Repressionsmaßnahmen untersetzt sind. Dass die Kämpfen der sozialen Bewegungen oder Bewegungen der kurdischen Bewegung kriminalisiert wird und eine massive Hetzwelle gegen die migrantische Teile der Arbeiterinnenklasse voranschreitet. Wir wissen, dass diese Maßnahmen dafür da sind, dass die Wahl der Deutschen. Wir wissen, dass diese Maßnahmen deswegen gemacht werden, weil die deutsche Bourgeoisie sich auf härtere Seiten des Klassenkampfes vorbereiten will. Es sind die Vorbote von den zukünftigen Situationen, von den noch schärferen Angriffen, die auf uns kommen wird. Und deswegen, jetzt ist es Zeit, sich dagegen zu organisieren und sich dagegen aufzurüsten. Und wir kennen diese Offensiven des deutschen Imperialismus. Vor 100 Jahren, als vor dem Ersten Weltkrieg, dass der deutsche Imperialismus die Arbeiterklasse gegen die Arbeiterklasse in den imperialistischen Krieg einzog, haben wir genau dieselben Maßnahmen gesehen. Und dort nehmen wir deswegen die Parole der größten Revolutionärinnen, die Deutschland gebracht hat, von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, dass der Hauptfeind im eigenen Land steht. Und dass unser Kampf sich deswegen auch in dieser Phase direkt gegen den deutschen Imperialismus und die Interessen der deutschen Kapitalisten gerichtet. Jedoch, um diese Aufgabe zu bewältigen,
müssen wir gegen die Fragmentierung und Spaltung in unseren Reihen vorgehen. Die Bourgeoisie versucht mit Unterdrückungsmitteln und jeglichen Maßnahmen, die Arbeit, diese Einheit der Arbeiterklasse zu verhindern. Dagegen müssen wir die sozialen Forderungen der Arbeiterklasse mit den Forderungen der unterdrücktesten Teile der Arbeiterklasse verbinden. Nur so können wir der breiteren Teile der Bevölkerung ihr Vertrauen an die Arbeiterklasse schaffen und tatsächlich diesen kapitalistischen Wahnsinn ein Ende setzen. Deswegen sagen wir, dass wir eine antiimperialistische Antwort der multiethnischen Arbeiterklasse mit Frauen an der Spitze brauchen. Auch eine andere Parole vor 100 Jahren ist so aktuell wie je angesichts der drohenden Klimakatastrophe. Sozialismus oder Barbarei? Wir sehen, dass der Kapitalismus die gesamte Menschheit mit ihrem profitorientierten und kriegerischen Wirtschaft droht, dass die Wälder zerstört werden, dass durch Überproduktion und Unterproduktion und Preisregulierungen, dass überall auf der Welt Armut verursacht wird, dass durch die Nichtkontrolle über die Industrie- und Energiekonzerne, dass die Naturressourcen ganz ineffizient eingesetzt werden und dass die Klimakrise gerade auf der Welt die Fluchtursache Nummer 1 geworden ist mit über 2 Millionen Menschen auf der Welt. Und währenddessen die Grüne Partei schlägt dagegen oder besser gesagt dafür einen grünen Kapitalismus und militärische Erholung der deutschen Imperialismus vor. Ihr Ziel ist, die Profiten der Kapitalistinnen zu schützen und dafür zu sorgen, dass die Kosten der Klimakatastrophe auf die Arbeiterinnen und auf die Jugend gewälzt werden. Wir denken, dass nur ein antikapitalistisches und sozialistisches Programm der Arbeiterklasse die Menschheit vor der Klimakrise retten kann. Das bedeutet für uns die Verstaatlichung der Schlüsselindustrien und Energiekonzerne unter der Verwaltung der Arbeiterinnen, unter der demokratischen Kontrolle der Bevölkerung. Demokratische Planung der Wirtschaft. Enteignung des Vermögens des Bankens und die größten Verbrecherinnen der kapitalistischen Wirtschaft. Und was wir auch sehen, dass in den letzten Monaten überall auf der Welt Hunderttausende Menschen auf die Straße gehen. Gegen die Klimakatastrophe aus den Schulen, aus den Universitäten und Antworten suchen, um die Menschheit davor zu retten. Aber sie sind auch mit der Frage konfrontiert, dass die bürgerlichen Kräfte diese Bewegungen zu kooptieren versuchen. Wir müssen einen Dialog mit diesen Jugendlichen antreten, denen sagen, dass die Befreiung nicht im Rahmen des Kapitalismus möglich ist, dass die ökologische Nachhaltigkeit und Kapitalismus unvereinbar ist und eine Lösung zu der Klimakrise nur dann kommen kann, wenn wir unsere Kanonen gegen die Interessen der Kapitalisten und die Privateigentum stellen. Deswegen wollen wir in dieser Bewegung intervenieren mit einer antikapitalistischen Perspektive für eine Jugendbewegung, die auf der Seite mit Arbeiterinnen, auf der Seite der Frauenbewegung gegen den Staat und gegen die Unterdrückung kämpft. Und zuletzt denken wir, dass die Lösung dieser Krise nicht im Rahmen der Nationalstaaten möglich sein können und nur durch eine internationalistische Perspektive und letztendlich die internationale Weltrevolution möglich ist. Und dafür kämpfen wir in Deutschland für den Vereinigten Staaten, sozialistischen Staaten von Europa, die sowohl gegen die Klimakatastrophe als auch gegen den Kapitalismus eine Lösung finden. Dankeschön. Es lebe die Revolution, es lebe der Kampf der Arbeiter.